Hallo und herzlich willkommen zum vierten Teil von Mandibel Within Let's Play mit Batman Regal P. Gut, gehen wir weiter. Wir sind hier gerade noch ein paar Typen entkommen. Die sind ja alle Patrouillen gemäßigt gewinnen. Wir hatten ein bisschen Gameplay kennengelernt, in dem Sinne von Stealth und Fallen ausnutzen für Gegner. Das klappte ja sehr gut. Wir haben noch reichlich Munition und so Sachen gefunden. Und wir sind gerüstet für mehr. Okay. Ich habe das Gefühl, wir dringen ja immer tiefer. Oh, oh hallo. Mein Gott. Gut so. Lasst euch bloß nicht stören. Ja, und die machen wir besser einen großen Bogen. Ich habe keinen Bock, von diesen Typen aufgegriffen zu werden. Schauen wir mal, was es hier sonst noch im Wald gibt. Oh, oh, das ist eine Waldhütte. Waldhütte, Waldhütte. Was bringt uns die Waldhütte? Hallo, ist hier jemand? Eine Spritze. Gut, gut. Das heißt ja. Oh, oh. Noch ein Kartenfragment. Kartenfragment 3. Warum Kartenfragment 3? Haben wir. Welche Kartenfragment. Haben wir das erste schon gehabt? Haben wir jetzt nur 2 und 3 oder so? Oh Mann, ich habe das Gefühl, ich habe hier was verpasst. Unsere Freundchen hier. Wo sind sie? Da hinten. Gönnen sie sich das mal. Können wir sie vielleicht umbringen? Vielleicht haben sie ja was bei sich, das uns sehr nützlich sein könnte. Denn die... Oh, das sind 3! Wow, der andere ist auch noch einer! Wow, hinter mir höre ich es auch! What the fuck? Holy shit, sind das viele! Oh shit, 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 shit! Nein, ich muss laufen! Was tust du? Oh mein Gott! Renn, Sebastian! Ach du Scheiße! Eine ganze Horde hier! Fuck! Okay. Wir müssen uns auf den Start machen. Nichts wie weg von hier. Ja, das kannst du. Oh Scheiße, sind das viele! Wo sind wir hier? Auf einer Burg oder was? Oh shit. Oh, das sieht doch ein Dead End aus. Oh Mist. Scheiße, Scheiße, was mache ich denn jetzt? Wow! Wow, was für ein Badass! Oh fuck. Oh mein Gott! Da hast du keine Zeit mehr, um zu überlegen! Boah! Was zum Teufel! Das ging ja gerade noch. Das ging gerade noch mal gut. Heilige Scheiße, das geht ja hier ab. Wow! Das war Kapitel 2. Okay, okay. Wir machen Fortschritt. Spiel speichern, aber auf jeden Fall. Wow. Das war beeindruckend. Uns geht's wieder gut. Und wir sind wieder im Wasser gelandet. Nur dieses Mal ist es Wasser und nicht Blut. Sehr gut. Oh, was ist... Kommst du wieder hoch? Das stimmt, eigentlich muss es ja auch ziemlich weh getan haben. Ich hoffe, du hast ja nichts gebrochen, Sebastian. Nicht schon wieder. Okay. Wo ist der Fettsack? Ich hoffe, der fette Zombie lebt nicht mehr. Oh, oh Gott, hörst du auf? Dieser Donner erschreckt mich, Mann. Oh, wow, was zum... Oh Gott, verdammt, alles will mich hier erschrecken. Mehr Spritzen. Gut, gut. Wir können nämlich gerade eine brauchen. Oh, wir haben... Was zum... Wann haben wir die Flinte bekommen? Was? Wann habe ich die Flinte bekommen? Okay. Werde mich hier bitte mal jemand einführen, warum ich eine Flinte habe und seit wann ich eine Flinte habe? Dann stellen wir das hier hin. Das noch mehr mal hier hin. Und, das auch hier hin. Was zum... Wann habe ich denn Zeug, das Zeug hier bekommen? Ich habe eine scheiß Flinte, Mann. Awesome, aber... Ich habe kein... Okay. Egal, ich hinterfrage nichts mehr. Cool. Ja, eine Flinte. Aber die 2 Schuss will ich noch nicht vergeuden. Wir haben hier mit zumindest mal einen Revolver. Den können wir, glaube ich, eh noch brauchen. Und Licht brauchen wir auch noch. Oh, das hört sich nicht gut an.
Es kommt von hinten. Ich nehme das Zeugs hier mal. Oh, da ist ein ganzer Haufen. Den verbrennen wir mal, okay? Das hört sich nicht gut an da unten. Ist hier etwa einer? Ich höre es einfach die ganze Zeit. Oder ist da wirklich jemand? Das kann doch nicht sein. Glibber, glibber! Oh, das war gut, dass wir uns das nochmal ansahen. Oh, das kommt von oben! Ich bin ja auch im Vollpfosten hier. Soll ich schon ins Boot? Nee, 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 nee. Ich will mir jetzt erstmal anschauen, was wir hier oben noch haben. Okay? Was finden wir hier denn? Wir sollten aber vorsichtig sein. Ich nehme ja mal die Waffe. Finden wir hier was? Oh, das ist merkwürdig. Türen, die sich von selbst öffnen. Okay, das ist ja fast nichts Neues mehr, leider. Oh, na klar. Scheiße. Toll. Jetzt sind wir hier und können nicht mehr weg. Gut. Machen wir uns mal mit dieser Umgebung vertraut. Das scheint mir so ein Innenhof zu sein. Irgendwie. Wie es aussieht, können wir hier nicht mehr raus. Das ist scheiße. Das ist richtig scheiße. Hier können wir nicht lang. Haben wir hier überhaupt noch viel Möglichkeiten? Oh, hi. Oh, Mist. Ich hoffe, du lebst nicht mehr. Ich kann mir anzünden, sehr gut. Ja, er lebt nicht mehr. Spritzen. Gut. Und Kleberglammer. Gut. Wow, wir haben schon 8000. Das gibt ein fettes Upgrade. Am nächsten Mal. Oh, hi. Bin das ich? Oh, ich dachte, die Schritte wären gerade meine. Nicht meine, würde ich aber nicht sagen. Hallo, können wir hier rein? Wow, das funktioniert. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Was war das? Holy shit! Was? Bomben ausweichen. Du kannst dann Bomben vorbeischleichen. Und wow, danke für die Vorwarnung, ihr Wichser. Au, das hat wehgetan. Zum Glück sind wir nicht gestorben. Wow. Und ich hoffe, es hat hier... Was zum Teufel? Gott. Okay, das sind Bomben. Fucking hell nochmal. Also, schleichen wir uns an sie ran und nehmen sie mal auseinander. Was? Okay, Bombenchef, Nadel anhalten, blau, Erfolg, rot, Fehlschlag. Ja, das scheint mir leicht zu sein. Was zum Teufel? Was? Oh, das ist nur ein Durchlauf. Ich dachte, das würde sich hier mal weiterdrehen. Gott, ist das Spiel unfair. Wir sterben hier noch wegen dieser Scheiße. Gott. Okay, wir begreifen langsam, dass es stehen. Das Spiel will nicht, dass du es schaffst. Gott. Okay. Meine Fresse. Hier, eine Flasche. Gut. Und ich meine nicht mich. Ich bin vielleicht auch eine Flasche, aber nicht in diesem Fall. Okay, wir haben noch eine Menge Flaschen. Also können wir mal auf diese Flasche scheißen. Gibt es eine Menge Flaschen. Oh. Da kommt die Musik her. Ich weiß nicht, ob ich da aufmachen will oder nicht. Hallo? Oh! Unsere Krankenschwester. Sie ist weg. You don't say. Und wir haben wieder so ein schönes, leuchtendes Büchlein. Und es sieht aus, als wäre es wieder mein Tagebuch. Tagebuch von Sebastian Castellanos, Dezember 2004. Mein erster Tag als Detective. Meine neue Partnerin, Mira Hansen, ist ein echter Kracher. If you know what I mean. Zäh und geradlinig. Genau mein Typ Frau. Komm, ja, Mann. Aber ich muss aufpassen. Sie hat mich fast dabei erwischt, wie ich mir ihren heißen Arsch angesehen habe. Oh, ein Player haben wir hier. Okay. Ich glaube... Oh, 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 widerlich, widerlich. Kakerlaken überall. Oh, und sie schwirren sogar rum. Oh, ekelhaft. Dann geht's ja mal ab. Mein Kopf. Wir sind wieder in der Anstalt. Gut, gut, gut.
Verändert sich hier eigentlich überhaupt irgendwas, wenn jedes Mal, wenn wir herkommen? Hallo. Spiegel, immer noch alles gleich. Alles beim Alten. Ihr letzter Besuch ist schon eine Weile her. Wer sagt das? Okay. Naja, so lange war es jetzt auch nicht. Eine halbe Stunde etwa. Aber schön, dich wieder zu sehen, okay? Ich wollte mich nur bedanken. Was tue ich hier? Annehmen, bitte. Okay. Verändert sich wirklich nichts. Gut. Hier steht was. Missing. Oscar. Vermisst KCPD Officer Oscar Connolly. Aha. Unser lieber Zombie-Freund. Auf Patrouille verschwunden. Sein Wagen wurde am Stadtrand verlassen aufgefunden. Am Stadtrand. Also warte mal. Gibt es hier überhaupt noch eine Verbindung mit dieser Stadt zur Außenwelt? Weil ich habe das Gefühl, wir sind hier nicht mehr in der Welt der Lebenden. Also es erinnert mich alles hier ein bisschen nach einer Silent Hill Vorgehen. Man ist plötzlich von der echten Welt abgeschnitten. Man kommt nicht mehr zurück. Können wir eigentlich hier rein? Nee, das ist jetzt verschlossen. Okay, dann würde ich mal sagen, bereiten wir uns wieder vor auf ein gutes Upgrade. Wir haben 8000 Glibberglabber. Okay, was können wir denn hier verbessern? Ich weiß nicht. Der Nahkampfschaden, ich weiß nicht, ob uns das was bringen würde. Denn das ist sozusagen wertlos. Magazinkapazität, Genauigkeit. Das könnte uns sicher weiterhelfen. Ja, das ist sehr gut. Nachladegeschwindigkeit, okay. Feuerrate, das auf jeden Fall. Wir müssen uns schneller schießen können. Und der Schaden darf auch ein bisschen höher sein. Oder? Na dann. Reserve. Was machen wir denn? Wir müssen noch ein bisschen mehr Munition behalten könnten. Was können wir noch brauchen? Spritzen können wir auch gut brauchen. Fitness. Okay, haben wir fast nichts mehr. Wir können fast nichts mehr tun. Gut, ich würde sagen, das war's. Oh, Leute, Granaten. Wir haben noch keine Granaten. Aber Streichhölzer, okay. Gut. Das waren einige Upgrades. Ich hoffe, es hat unsere Sebastian hier nicht allzu weh getan. Aber dann gehen wir mal los. Und speichern nochmal kurz ab. Na dann, bis dann, meine Krankenschwester mit keinem Namen. Wir hauen wieder ab. Von dieser traurigen Welt. Die Albtraumwelt. Oh Gott, die Kakerlaken sind immer noch da. Ein guter Grund, hier abzuhauen. Und zwar schnell. Ich habe mich hier nicht raus. Okay. Ach, warte mal. Es gab hier noch einen zweiten. Den ersten Stock. Da wollte ich mich noch mal umsehen. Ist hier oben was? Ein Dachboden. Miese Atmosphäre hier. Miese Atmosphäre. Leslie? Ist der Leslie hier? Nein. Hallo? Wer ist da? Nichts. Oh, das ist der Doktor. Ich bin keiner von denen. Ich bin Doktor. Marcelo Jimenez. Ja, ganz am Anfang. Vor dem Unfall in dem Krankenwagen, richtig? Ja, wir haben mit Glück überlebt. Haben Sie noch jemanden gesehen? Meinen Patienten Leslie. Ich habe ihn vorlaufen sehen, aber... Aber? Kommen Sie hier lang. Aber bitte leise. Okay. Sehen Sie selber. Diese Dinger haben mich den ganzen Weg ins Dorf verfolgt. Scheiße. Mich auch. Die sind hier überall. Warum sind es ziemlich viele? Durch dieses Tor. Wie schafft es der kranke Psychopath, hier einfach es durchzurennen, viele, um obwohl er nicht mal eine Ahnung hat, wie er selbst Einer heißt? Von uns könnte sie weglocken, während der andere das Tor öffnet. Sie sind der mit der Waffe. Ah, na toll, das heißt... Wenn Sie meinen...
Gut, der Typ will also, dass wir uns mit den Typen zu schlagen gehen. Der macht das Tor auf. Na, toll. Was macht diese Kurbel hier? Ach, wahrscheinlich öffnet er das mit dieser Kurbel. Oh, 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 was ist... Abscheuliches Ding. Was ist denn jetzt? Eine Kurbel auf der Terrasse. Sie müssen sie betätigen, da damit ich durch kann. Ja, ich weiß, hier ist eine Kurbel. Okay, betätigen wir die Kurbel. Ach, er ist da unten. Wow, das sind viele Türen. Okay, Doktor. Viel Glück. Warte mal, muss ich jetzt hier oben bleiben und alles abschießen? Seien Sie vorsichtig. Hier drüben! Hier! Hey! Hier drüben! Hier geht es lang! Also was jetzt? Also tut... Also er macht sie, Der Alte geht dabei noch drauf. Er will sie verwehren? Scheiße, ich muss da runter. Ich muss mir doch irgendwie helfen. Vielleicht hier? Was? Den kenne ich! Oh Gott. Nee, 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 sag mal nicht, das ist der Typ. Oh Gott. Sag mir nicht, unser Kettensägenfreund ist zurückgekehrt. Nein. Bitte. Bitte sag mir nicht erst zurück. Holy shit! Hi! Oh, ach du Scheiße. Ja, hier sind eine Menge Typen. Wow, das macht viel mehr Schaden. Sehr gut. Oh Gott, sind ja noch mehr? Hallo? Da kam gleich einer, ich verstecke mich hier. Oh shit, oh shit. Ach du Scheiße. Oh hi. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. In die Fresse. Was? Boah, komm schon, der hat eine Waffe. Echt jetzt? Nein, scheiß Gesicht. Oh mein Gott, ich kann nicht. Oh Gott. Okay, das läuft ja nicht mehr so gut wie am Anfang. Wir müssen sehr vorsichtig sein. Was ist das? Könnten wir was tun? Hier, ach, wir können durch die Fenster durchsehen. Das ist sehr praktisch. Das ist praktisch. Oh Gott. Das gefällt mir sowas von gar nicht. Klapper, klapper. Gut. Was? Okay. Jetzt sind wir nicht mal an. Und hier haben wir eine Falle. Das ist gar nicht gut, gar nicht gut. Der Typ ist wieder zurück. Hey, hier ist ein Hackerball. Können wir das gebrauchen? Oh, wir können! Awesome! Das macht auf definitiv viel mehr Schaden, oder? Wir sind jetzt nicht im Keller. Oh Gott, das gefällt mir gar nicht. Oh, shit, nein, 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 nicht schon wieder, nicht schon wieder. Okay, diesmal machen wir es besser. Komm schon. Ja, oh, das war arschknapp. Wow. Oh, das war sowas von arschknapp. Yes, ich wusste es. Wir müssen jetzt hier ganz vorsichtig sein. Ich hau hier mal auf das Ding hier. Ist der Typ hier hinter diesem Riesentor? Könnte sein. Glibber, glibber. Hier noch aufmachen? Nein, hier! Sagte ich aufmachen. Der Typ ist hinter dem Tor, nicht wahr? Ich weiß es, er ist hinter dem Tor. Und das gefällt mir absolut gar nicht. Okay. Wir sind draußen. Oh, Scheiße. Der ist da. Machen wir mal diesen Typen hier auseinander. Oh, was war das? Wollte mich verarschen. Was war das? War das gerade der Doktor oder so? Sowieso nicht, oder? Wow! Hat er eine Maske auf?
Eine Granate! Awesome! Der hatte doch die Maske auf. Was ist das hier? Hallo? Da kommt schon wieder Musik. Oh, hi. Der geht da hoch. Schön, schön. Beachte mich gar nicht. Ich bin nämlich gar nicht da, weißt du? Toll, wir haben jetzt eine Granate. Was? Ach, komm schon. Komm schon. Hier, Mann. Oh, was? Das Hacke war jetzt schon weg? Okay, okay, okay. Ich muss ihn umbringen. In den Kopf, bitte. In den Kopf. Ja, Mann. Tot bist du, du Wichser. Okay. Oh, oh, in das Face, Mann. Awesome. Okay, müssen wir jetzt noch anzünden, oder? Nee? Dann halt nicht. Dann nehmen wir hier seine Fackel. Schauen wir mal, was wir hier oben finden. Oh, das ist genau der gleiche Ort. Was zum... Ach, okay. Dann gehen wir halt nochmal hier rüber. Oh, Mann. Ich will mich nicht mal mit dem Kettensägen-Typen anlegen. Ich will einfach nicht. Oh, shit! Wir rennen hier ständig in den Scheiß rein. Ständig. Komm schon. Yes. Okay. Ich will mich nicht mit ihm anlegen. Hier sind noch mehr von den Sonderteilern. Wie kommen wir jetzt hier wieder runter? Ah, hier. Hier geht's runter. Hier geht's runter. Vorsichtig. Und vorsichtig. Oh, hier ist eine Blutspur. Na toll, na toll, na toll. Hier rüber. Und jetzt sind wir wieder da. Ich will es mir ansehen, aber ich will mich nicht mit ihm anlegen. Das ist das Problem hier. Ich weiß nicht, ob ich was ich tun soll und was ich sein lassen soll. Aber ich muss mir das jetzt ansehen. Das kann doch nicht sein, dass der Typ uns die ganze Zeit hier verfolgt, oder? Ich sehe hier noch nichts. Zwei Zonhölzer. Streichhölzer. Oh ja, ich habe dich schon gesehen, dämliche Scheißbombe. Deswegen. Ja, Mann. Wir machen das immer besser. Wo ist er? Das kann es doch nicht sein. Wo bist du? Oh, shit! Ach, diese verfickten Fallen. Ich hasse sie. Wo ist der Typ? Soll ich hier wirklich runter? Ich muss ja fast. Aber wo ist der Typ? Das macht doch schon bald keinen Sinn mehr. Ich höre ihn die ganze Zeit, aber er ist nicht hier. Das ist doch unmöglich. Ah, ich sehe jetzt! Komm schon, ich gehe mal hier rein. Wo sind wir jetzt? Hallo? Oh, wir laufen hier ständig im Kreis. Was soll der Mist? Nein, nicht wieder zugehen. Wir laufen hier ständig im Kreis. Wir finden zwar Munition, aber wir laufen trotzdem im Kreis. Wir machen keinen Fortschritt so. Oh, da unten. Ich sehe eine Kettensäge. Da ist ja unser Typ. Aber er ist anscheinend angekettet. Okay. Was tun wir in diesem Fall? Was bringt uns das? Wir müssen doch hier... Ah, wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Wo zum Teufel müssen wir hin? Gehen wir mal hier lang. Was finden wir hier, Rat? Hier ist was? Streichhölzer? Was, wir können das Stroh anzünden? Okay. Zünden wir das Stroh an. Und weg ist es. Hier war doch noch was, so ein Schuhzeichen. Hallo. War ja nicht noch ein Schuhzeichen? Was hat uns das jetzt gebracht? Ich dachte, hier war noch so ein Zeichen gewesen, kurz von einem Schuh, also dass wir was treten können oder so. Nicht? Okay. Ist hier was?
Nee, hier gehen wir nicht durch. Hier gehen wir auch nicht durch. Wo müssen wir hin, Spiel? Hier runter. Oh, da ist er ja, unser Freund. Und Schweine. Schweine sind auch hier. Hallo, Schweinchen. Mir gefällt das Setting hier nicht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das können wir ganz und gar nicht. Okay, gehen wir mal zum Typen. Was ist hier los? Okay, wir kommen immer noch nicht an den Rand. Aber ich habe das Gefühl, er kommt nicht an seine Kettensäge. Das ist gut, das ist gut. Er darf nicht an seine Kettensäge rankommen. Sonst sind wir im Arsch. Was ist das Rote hier? Oh, noch eine Bombe. Na toll. Okay, Bombe. Ich nehme es mit dir auf. Oh! Yes! Wir kommen immer mehr von diesem Stückchen. Was ist hier? Hier? Hier ist nichts. Okay. Okay. Ist da nichts? Kümmert's uns nicht. Oh, fucking hell, dieser Scheiß! Bärenfallen! Ich hasse sie, Mann. Oh, yeah! Hier ist eine Kiste. Wow, wow, wow. Dieses Arzneimittel war wohl fast zu gut. Aber es ist, wir sind jetzt ziemlich high, oder? Ah, die wirken mir halt aber kurz an. Aber wir haben voll Life. Und hier ist eine geile Kiste. Das sieht sehr gut aus. Halten, öffnen. Öffne eine Kiste, um ihren Inhalt zu sehen. Die Kiste ist dann auf. Oh, ist die Kiste mit einer Falle gesichert? Kannst du die Falle entschärfen, indem du die Kiste nur leicht öffnest? Oh, shit. Wir haben es geschafft. Explosivbolzen mit explosiver Sprengstoff für die Qualenarmbrust. Wir haben schon wieder Zeugs für die Qualenarmbrust, die wir nicht besitzen. Oder etwa doch. Wir nehmen wieder die Fackel. Okay, ja, wir haben geiles Zeugs gefunden. Awesome. Nur habe ich das Gefühl, ich sehe hier nirgends diese Bären fallen. Das ist zum Kotzen. Och, na toll. Hallo miteinander. Ich will mich gar nicht mit euch anlegen, die Leute. Aber ich muss wohl. Okay, schauen wir uns das mal an. Ich muss ja sowieso noch nachladen. Ey, ihr Wichser. Habt ihr Bock auf frisch Fleisch? Bam! Ja, Mann, so läuft das bei uns. Und du kommst noch ein Tritt in die Fresse. Ja, Mann! Ich schlag dich hier zu Brei, okay? Bitte überlebe nicht! Überlebe nicht! Yes! Gerade noch rechtzeitig. Wow, das war knapp. Munition? Was hast du denn? Was hast du hier? Eine Fackel. Gut. Verbrennen wir dich. Und wir verbrennen auch dich. Und wir verbrennen auch dich. Das ist awesome. Okay, wir haben es geschafft und wir gehen weiter, 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 weiter. Puh. Hier ist wirklich das Böse hinter jeder Ecke. Oh, was? Oh, dich habe ich gesehen. Da will ich aber gar nicht lang, weißt du. Hm, was gibt's hier denn? Glibberglabber! Ich sehe meinen Glibberglabber hier hinten. Oh, das ist nicht gut. Ich will das Glibberglabber. Hallo? Warum ist das Glas zersplittert? Hier ist gar niemand. Oh, doch. Hier ist jemand. Raus hier. Ich lasse die. Was war das? Ja, hi. Hi, du Fixer. Ins Gesicht, würde ich doch mal sagen. Was war das gerade eben? Ja, hallo, du blöd. Ach, so ein Scheiß, ey. Ja, ich kann nicht sehen. Ah! Ja, wir können ja uns doch fast erreichen. Mann. Ach nein, oder? Hier. Wir haben noch einen Schuss. Bei unserem Freund da hinten. Hey, Glibber, Glibber. Anzünden. Gehen wir da rein. Wo ist er? Hier ist ein Schalter. Was macht der? Warte. Ich muss es nochmal sehen. Was? Warte mal, von da oben? Wow!
Wow! Aktivierbare Fallen, wo einfach Bolzen runterfliegen. Das ist vielversprechend. Was finden wir hier drin? Eine neue Waffe! Seht ihr jetzt sehen, wenn wir, dass wir eine neue Waffe haben? Schrotflinte, diese reparatieren. Schrotflinte fügt ihr bei einem kurzen Lauf mit weiter Öffnung, sodass die Schrotkugeln über eine kurze Distanz breit gestreut werden. Warte mal, jetzt haben wir schon zwei Schrotflinten? Ich weiß nicht. Aber was ist denn das, was ich schon habe? Das ist doch auch schon ein dickes Ding. Egal, machen wir das mal hier und das da hier runter. Okay, also wir haben jetzt das hier und die Schrotflinte. Und das hier muss einfach ein Jagdgewehr sein. Aber es ist eigentlich auch eine Schrotflinte. Es ist eine Jagdflinte. Und was macht jetzt diese Falle hier? Dasselbe. Yep. Das gleiche. Das ist exakt gleiche. Gut, gut. Hallo. Hallo, mein Freund. Ich sehe dich auch. Wow. Das ist ziemlich brutal hier. Dich sind wir an. Den anderen gleich auch. So, wir brauchen jetzt die Schrotflinte, denn wir haben keine Munition mehr für das Jagdgewehr. Okay, okay, okay. Was gibt's denn hier draußen? Was habe ich gerade getan? Ich dachte, ich wollte irgendwie raussehen. Okay, ich habe was aufgenommen. Harpunerbolzen. Das war wohl hier an der Wand. Oh, ja. Noch einer. Hallo. Oh, das haben sie gehört. Mist. Das war nicht gut, oder? Ich mache ja mal auf. Damit ich raussehen kann. Hallo? Oh, shit! Der ist in der Haus! Warte mal, versuchen wir das mal. Mit der Falle, mit der Falle, mit der Falle. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Ach nein, nicht jetzt verschnaufen, du Vollpfosten. Komm schon. Komm runter. Komm runter. Komm schon. Hier wartet ein Festmahl. Ach komm, schneller, Mann. Das muss hier doch episch wirken. Komm runter. Ja. 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 Hallo. Das hat ja ziemlich gut geklappt. Und wir haben noch ein Heilungsdingens. Eine Spritze. Awesome. Oh, das klingt nicht gut von da draußen. Hi. Du Wichser. Und auch hi da unten. Nicht gute Idee, von so weit zu schießen, ich weiß. Holy shit, geht die ab wie eine Irre. Wow, die geht ja ab wie eine Irre, ey. Komm schon. Komm schon. Komm schon! Ich bin bereit für dich, du Schlampe. Und ich auch gleich. Oh mein Gott. Ich dachte, ich hätte den erschossen. Komm schon, komm schon! Ich bringe euch gleich eine geballte Ladung, du Wichser! Okay, die können die Türen teilweise aufscheißen. Glabber, glabber sammeln. Verbrennen! Okay, das ist nicht so toll, wie es scheint. Ein Beil! Awesome! Damit können wir einen auf jeden Fall im Nahkampf schlagen. Hier sind Gewalterhaufen Menschen. Okay, wir brauchen die Waffe. Ich dachte, wir könnten sie anzünden. Deswegen. Leute, echt jetzt. Ich habe keine Orientierung hier. Können wir das Ding die aufziehen? Nee? Super. Es muss etwas geben, mit dem man da durchkommt. Eine Kettensäge oder sowas. Genau! Das ist das wirklich das Beste, das dir einfällt? Muss das denn sein? Ich will aber nicht die Kettensäge benutzen. Wir müssen zum Kettensägen-Typ. Jetzt ist die Frage, wie gelangen wir dahin? Tja, das alles und würde ich mal sagen, beim nächsten Mal. Die Zeit ist schon wieder ein bisschen weit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Danke fürs Zuschauen. Gebt ein Like dafür, wenn es euch gefallen hat. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr noch mehr sehen wollt. Wir sehen uns im nächsten Teil. Ciao, Leute! We'll be right back.